Ich grüße dich, gesegnet seist du, du Wesen auf Erden, gehüllt in Liebe durch uns, die Abgesandten Gottes, die Engel der Freiheit. Dieser anstehende Portaltag am 24.11. des Jahres 21. Dieser Portaltag ist ein ganz besonderer. Er führt eine Schwingung ein, welche sich bis zum großen Portal am 21.12. des Jahres 21 ausbreiten wird und mit allem resoniert, was abgelöst gehört aus deinen Zellen, was zäh und langlebig ausgeharrt hat, weil es emotional kraftvoll festgehalten werden konnte. Der immerwährende Bumerang aller wiederkehrender Muster wird von seinem bekannten Weg nun abgebracht werden und keinen Halt mehr finden. Damit wird ein weiteres großes Erwachen einhergehen, weil die frei werdenden Lücken in eben diesen Zellen von den Energien durchflutet werden, die das Bewusstsein schaffen für eine Klarsicht, wie sie viel zu lange verdeckt wurde, eben durch diese alten Muster, welche allesamt aus dem verletzten Ego stammen und von Urängsten und Verletzungen besetzt waren. Es ist ein Anfang und du hast die Chance, diesen Prozess bewusst zu verfolgen und zu begleiten, indem du deinen Geist ausrichtest auf das, was du wünschst. Stoppe das infiltrierte Denken. Stoppe es total. Verbiete dir, in Richtung Angst zu denken. Weißt du nicht, dass du Schöpfer deiner Wahrheit bist? Was denkst du? Denkst du das, was andere denken oder was andere möchten, dass du denkst? Oder schaffst du dir deine eigene Realität? Du willst doch etwas ganz anderes als das, was da von außen auf dich einwirkt und dein Denken in die Richtung lenkt, das dir widerstrebt und dich zu manipulieren versucht. So höre auf, dorthin zu hören. Sage Stopp, sage Nein. Alles ist Schwingung, alles ist Bewusstsein. Fokussiere dich auf das, was heil und in Frieden in dir ist. Lenke alle deine Gedanken und Gefühle auf das, was du wirklich bist und was du wirklich willst. Warum gibst du denen so viel Macht, die dir Angst machen wollen, wenn du doch weißt, dass dies dich nur davon abhält, der zu sein, der du bist? Ein unendliches geistiges Wesen, was aus Liebe geschaffen wurde und unzerstörbar ist. Lasse nicht zu, dass dunkle Mächte dich anzapfen, deinen Geist verwirren und dich deiner Lebenskraft berauben, um selbst existieren zu können. Du nährst diejenigen mit deinen Zweifeln und Ängsten und machst sie stark, obwohl sie so viel schwächer sind als du. Sie haben nicht die göttliche Kraft in sich, weshalb sie dich hassen und verachten für das, was du bist und sie niemals sein können. Ein schöpferisches, göttliches Licht, was niemals erlischt. Gib ihnen nicht die Möglichkeit, dein Licht zu dimmen, dein Licht zu schwächen. So kontrollieren sie dich. Doch du bist ein freies Geschöpf Gottes. Bleib im Vertrauen und lebe deine Macht, indem du die dunklen Wesen des Unlichts im Körper und die Körperlosen voller Mitgefühl, aber rigoros und unabwendbar aus deinem Geist, deinem Leben und deinem Körper verbannst. Sie haben nur so lange Einfluss, wie du es zulässt. Nur so lange augenscheinliche Pseudomacht existiert, solange du dich nicht deiner wirklichen Größe besinnst, wenn sie weiterhin versuchen werden, dich klein zu halten und dir suggerieren, dass du von ihnen abhängig bist, werden sie weiterhin ihr Unwesen treiben. Es ist eine Illusion, der du nur erliegen kannst, wenn du vergisst, dass die Liebe stärker ist. Es ist eine Zeit der Prüfung, der Entscheidung. Bleibst du standhaft und folgst deiner Seele? Wenn du im absoluten Glauben bist, bist du auch im Vertrauen und Wissen, dass alles, was dir passiert,
zu deinem Besten ist und du bekommst, was zu dir gehört, für deinen individuellen Pfad des Erwachens, für deinen Weg nach Hause zu dir selbst. Es ist unabdingbare Voraussetzung für das Sein, bedingungslos anzunehmen, was ist, um zu sein. Also wovor solltest du dich fürchten? Bei Gott fängt alles an und endet alles, weil alles, was ist, zur gleichen Zeit ist. Es gibt dich als individuelles Wesen in verschiedenen Formen eines materiellen Körpers und es gibt dich in Gott. Du bist Gott. Gott bist du. Verstehe, fühle es. Du entscheidest alles, was ist. Und was ist, bist du. Wovor also hast du Angst? Begegne dir, erkenne dich und leuchte, mehr braucht es nicht. Verbinde dich geistig mit Gott und allen, die mit dir resonieren. Es reicht, wenn du jeden Tag beim Aufwachen dich gedanklich mit allem, was ist, und deinen Seelengeschwistern verbindest, dein Herz öffnest und mittels deines dritten Auges dich austauschst. Lasse dich überraschen, was du empfängst, wie du es wahrnimmst, und sende selbst deine Essenz aus. Es können dir Farben erscheinen, Bilder auftauchen, du kannst hell hören, hell sehen, hell riechen, hell spüren, hell wissen, telepathisch empfangen. Alles ist möglich. Beginne diese Übung ab sofort und du wirst eine massive Stärkung deiner Energien verspüren. Du bist Teil von allem und nun ist es an der Zeit, dies energetisch zu fühlen und deine Wahrnehmung dadurch zu weiten. Dass wir im neuen Zeitalter ist die Kraft, die so lange unterbunden wurde. Es ist das Wir, was immer da war, aber unterdrückt wurde und nun wieder bewusst erlebt werden kann. Eure geistige Macht kann nicht weiter eingesperrt werden. Die kosmischen Energien, eure geistigen Freunde, eure extraterrestrischen Freunde und Geschwister und ihr selbst geht nun in den Befreiungspfad. Und dieser kann durch nichts und niemand aufgehalten werden. Die Angst derjenigen, die bisher eure Verbindung zu allem, was ist und untereinander unterbunden haben, ist wesentlich größer als alle Angst, die ihr kennt. Sie wissen, es ist vorbei. Aber sie wissen auch, es ist eine Frage der Zeit auf Erden, wann das Kollektiv kippt. Und sie hoffen immer noch, es aufhalten zu können, bis sie für sich eine Lösung gefunden haben, wie sie trotzdem überleben können. Doch diese wird es nicht geben. Sie werden keine Nahrung mehr erhalten, sobald die meisten Menschen erinnern, wer sie sind. So geht nun hin, übt, denkt über euer drittes Auge, verbindet euch, lasst Wunder geschehen. Glaubt an euch, vertraut euch und eurer innewohnenden Macht. Malkutta Deshemiya, das Himmelreich ist in euch.